Trinken ist halt. Oh, guck mal, mein Glas hat die Matusche ausgewaschen, ist ganz schwarz. Lecker. Hallo und herzlich willkommen zum ersten offiziellen Videopodcast des Comic-Seminars Erlangen, was jetzt nicht nur Comic-Seminar Erlangen ist, sondern Comic-Seminar Europa heißt. Oh, das europäische Comic-Seminar, das stimmt. Genau. Nee, vorher war es deutsch-französisch und jetzt ist alles europäisch. Genau. Und wir haben internationale Gäste da. Einen aus dem internationalen. Nicht mal europäisch. Europäischen es ist zusammen. Aber so genau. Wurde uns das vorgestellt. Genau. Wir zwei sind Teilnehmer vom Seminar. Der Jojo, wie oft hast du schon teilgenommen am Seminar? Das ist mein fünftes Mal, glaube ich. Sein fünftes Mal, aber nicht in Folge, sondern du setzt einmal aus. Genau. Das Seminar findet jedes Jahr statt. Und wenn der Salon ist, ist es halt sehr stressig. Deshalb setze ich da aus, weil ich keinen Stress mag. Genau. Und wir haben jetzt 2019. Man weiß ja nicht, wann derjenige, der dieses Video sieht, es sich anguckt. Hallo in die Zukunft. Hallo. In die Zukunft, wir haben 2019 und wir sind in Erlangen und dieses Jahr findet nicht das Festival statt, aber das Comic-Seminar. Es geht insgesamt 7 Tage. Wir sind wie viele Teilnehmer? 20, 25? 23 sind 23 wir, glaube ich, Teilnehmer. Ohne Dozenten? 2 Dozenten, Birgit Weihe und Ralf König. Und wer diesmal das Seminar organisiert und mitgestaltet. Das seht ihr gleich. Genau, das ist nämlich unser Gast, der sich hier auf diesen Stuhl setzen soll. Und das Konzept dieser Woche ist, jeden Tag sitzt einer auf diesem Stuhl. Wir stellen den Fragen. Wir haben uns ein paar Fragen überlegt, aber super spontan. Vielleicht variieren die auch von Teilnehmer zu Teilnehmer. Meinst du? Wer weiß, vielleicht auch nicht. Und dann lassen wir uns noch was zeichnen. Oder ihr dürft euch was zeichnen lassen. Vielleicht darf sich auch jemand was wünschen. Also... Ah, die reinste Wunschsendung. Wir schauen, was passiert. Was wir jetzt als nächstes machen, wir holen den Ralf rein. Nee, wollten wir erstmal über unsere Projekte reden. Was machen wir eigentlich hier? Ah ja, du hast recht. Okay, willst du anfangen? Weil bei dir finde ich das spannend, weil ich kenne dich jetzt von 2 Comic-Seminaren, weil ich bin das 3. Mal da und da der Jojo immer nur alle 2 Mal da ist, also haben wir uns schon 2 Mal hier getroffen. Er ist nur alle 2 Mal da, wir haben uns schon 2 Mal getroffen und jedes Mal macht er ein bisschen was anderes. Das stimmt. Thema wird von Ralf König dieses Jahr vorgegeben. Es geht um Komplexe, was ich ein eher schwieriges Thema fand. Weil der Jojo keine hat. Also ich glaube, ich bin allen anderen. Perfekt. Oder ich habe alle, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, darum geht im Grunde auch mein Comic. Ich versuche typische Komplexe, also wie Napoleon-Komplex, Oedipus-Komplex, Elektra-Komplex, die haben halt alle so eine schöne Personifizierung davor, wo ich nicht weiß, wie klinisch korrekt das ist. Aber auf jeden Fall versuche ich einfach, die Komplexe zu personifizieren und frage dann einfach, was passiert in so Menschen, wo jetzt verschiedene Komplexe ineinander spielen und macht uns das vielleicht am Ende vielleicht zum besseren Menschen als ohne Komplexe. Welche Form wird das Ganze haben? Also wirst du einfach auf Papier zeichnen oder zeichnest du digital? Ich zeichne immer auf Papier, wenn ich beim Seminar bin, weil das ist mal eine schöne Gelegenheit, wieder mit Stiften zu zeichnen. Aber ich weiß nicht, ob ich es am Ende digitalisiere. Muss ja dann auch fertig werden. Da ist Analogzeichnen immer sehr anstrengend. Kein Copy and Paste und so, kein Undo. Kein Kolorieren. Man kennt das, ne? Ja, kein Eimerchen. Das ist ja, wir gehen davon aus, es ist ein Profi-Podcast. Ne? Ja, also ja, jeder, ja, der Nischen. Nicht zeichnen kann, bitte abschalten. Ja, es ist auch so ein Nischen-Podcast mit Menschen mit Nischeninteressen. Das stimmt. So. Nerds. Nerds, genau. So, und was machst du? Ja, hier? Ich habe zum wiederholten Male. Zum wiederholten Male. Ich habe das Thema zum wiederholten Male ignoriert. Widme mich diesmal nicht dem Thema Komplexe, sondern habe ein Komplex. Komplexes Thema in meiner eigenen Geschichte. Ich komme hier wieder hin mit meiner Graphic Novel mit dem Titel Das Gutachten und versuche jetzt in den 7 Tagen zusammen mit dem Dozenten ein bisschen die Geschichte glatt zu bügeln und noch ein paar Ungereimtheiten auszuarbeiten und mein Storyboard weiter voranzubringen. Worum geht es in deiner Geschichte? Meine Geschichte spielt 1977 und es ist ein fiktiver Kriminalroman, der in der ehemaligen Bundes- und Regierungshauptstadt Bonn spielt. Und mein Hauptprotagonist ist ein Fotograf der Bonner Rechtsmedizin und deckt mehr oder weniger einen Mord auf an einer jungen Studentin, die RAF-Sympathisantin ist. Und was in dieser Geschichte abgebildet wird, ist so ein bisschen das Lokalkolorit und Politklüngel der damaligen Zeit in Bonn.
Und der Auslöser kommt daher, dass mein eigener Großvater aus Bonn kommt und tatsächlich auch in der Rechtsmedizin gearbeitet hat. Also doch nicht ganz so fiktiv. Es ist, aber das meiste ist fiktiv, aber es gibt Inspirationen, die tatsächlich stattgefunden haben. Also es ist eigentlich fast eine Verschwörungstheorie. Ich baue auf Tatsachen und ändere mir das aber in der Geschichte zu einer eigenen neuen Wahrheit. Wir freuen uns drauf. Ja, vielleicht sehen wir das auch. Ich weiß nicht, ja, wir freuen uns drauf. Ja, genau. Jetzt, ich glaube, wir wollen ja nicht lang machen, 6 Minuten sind schon rum. Hol mal den Gast rein. Ja, ich hol den Gast rein. Mal hierher. Oh, hi. Gänsewein habe ich gelernt. Oh. Gänsewein, yummy. Oder möchtest du was anderes? Nein, ich bin fein. Genau, wir haben ja hier, sind ja voll ausgestattet vom Kulturamt Erlangen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, das müssen wir noch erwähnen, haben das sauberste Wasser. Das ganze Land ist das sauberste. Das sauberste. Deswegen haben wir hier ganz viele. Guck mal, mein Glas sieht nicht so aus. Ja, genau. Du, ich, also wie eben angekündigt, das ist Ralf. Hallo Ralf. Marzinski, ist richtig ausgesprochen? Marzinski. Kein Mensch kann das. Überhaupt nicht vorbereitet. Das Problem ist, ich lese den Namen sehr oft, ich spreche ihn selten, aber ich weiß auch nicht, wie man ihn buchstabiert. Aber merkt euch dieses Gesicht, denn dieser Mann wird noch große Spuren hinterlassen in der deutschen Comic-Szene. Ja, deswegen, schmierige Finger. Schmierige Finger, genau. Also, behauptet er. Genau. Genau, was wir wollen dir ein paar Fragen stellen, einfach erstmal zum Seminar und deiner neuen Rolle als Seminarleiter in dem Seminar, ein bisschen über deine eigene künstlerische Arbeit, und wir haben uns ein paar Fragen überlegt, und die Idee ist, wir stellen mehreren Teilnehmern dieses Seminars, aber auch den Seminarleitern diese Fragen, und am Ende zeichnet jeder ein Bild. Okay. Ja, erzähl erstmal was über dich, Ralf, wer bist du, genau. Wo kommst du her und was machst du vor allem? Ralf Marzinski, ich bin tatsächlich aus dem Games-Bereich kommend, als freiberuflicher Grafiker unterwegs und habe mich vor 5 Jahren erst getraut, so meiner ersten großen Liebe nachzugeben, nämlich den Comics. Und seitdem dachte ich mir, okay, wenn das jetzt das ist, was ich die nächsten 30 Jahre machen möchte, so mit dem Rest meiner beruflichen Möglichkeiten, dann soll das auch so sein. Und habe dann ganz viele Sachen angeschoben, also Projekte, wo ich dachte, Mensch, warum macht das keiner? Museumsausstellung mit zum Beispiel verlassenen Comics oder mal eine riesengroße Comicseite von 2 Meter Höhe, weil man kann. Das kenne ich, das hast du letztes Seminar, glaube ich. Ganz genau, das hatte ich hier tatsächlich mitgenommen. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren, das Seminar. Und habe das dann hier konzipiert mit Birgit und Flix. Und das hing dann 3 Monate lang in Oberhausen in der Galerie. Das war cool. Genau, und ansonsten bin ich freiberuflicher Grafiker, mache aber tatsächlich angeregt durch Modio, muss ich gestehen, seit einem Jahr konsequent nur Comic-Jobs. Und hab's noch nicht bereut. Total gut. Und Ralf, du warst ja auch mehrere Male Teilnehmer. Ja. Wie oft? Das wäre jetzt eigentlich mein 5. Mal. Dein 5. Mal. Das wäre jetzt mein 5. Mal. Ja, ich hätte dich... Das ist wie ich. Und ich bin nicht Leiter geworden. Ja, das ist eine gute Überleitung, weil wie kam es dazu, dass du dieses Jahr das Seminar leitest? Der Paul de Rouy, der das ganze Seminar jetzt 33 Jahre lang betreut hat, ist letztes Jahr in den Ruhestand gegangen mit 73, und jetzt ging es darum, wir brauchen eine langfristige Lösung, wer möchte das weiterführen, und hatte dann einfach meinen Ring in den Hut geworfen, und ich dachte so, okay, mein Commitment ist wie so ein Samurai, ich mache jetzt nur noch Comics. Hatte Glück, dass die Wahl und dieses Privileg dann tatsächlich mir in die Hände gelegt wurde. Was ich toll finde, aber auch echt so eine Verantwortung, die man echt ernst nimmt und nicht sagt, ich gehe jetzt raus, guck mal her, sondern nee, man ist hier, um zu dienen. Also nicht nur der Nozenten, sondern... Deswegen trägt dieser Herr auch eine Schürze. Ich wollte gerade fragen, wozu braucht man in einem Comic-Seminar eine Schürze? Das ist mein Teilzeitjob hier als Barista, ich versorge gerade. Ich habe noch keinen Kaffee bekommen heute. Noch nicht, ich weiß. Nein. Ich hänge meist bis zum Hals in diesem Kopierer, wenn das Ding nicht funktioniert, und habe mir da schon so in den letzten Seminaren manches Hemd versaut und dachte ich, konsequent ist es dann... schick zu sein. Außerdem habe ich das irgendwann mal bei Hayao Miyazaki gesehen, aus genau demselben Grund. Man versaut sich die Klamotten,
Was gut genug für Miyazaki ist, ist ganz sicher gut genug. Ein Modebooster. Das stimmt. Oder ein besonders dreckiger. Nicht sauber. Das, so ist, das braucht man beim analogen Arbeiten. Seht es euch an. Das ist wahr. Du hast eben davon gesprochen, ja, dass du deine Rolle als Seminarleiter als eine sehr verantwortungsvolle Rolle empfindest. Mhm. Wie siehst du denn dieses Seminar hier für Deutschland oder für die deutsche Comic-Szene? Ich sehe es eigentlich für die europäische Comic-Szene als echtes Ausnahmeding. Also ja, es gibt Studiengänge, die das anbieten. Was es aber hier eigentlich ist, ist so ein bisschen Comic-Kloster, wenn man das so salopp runterdrehen möchte. Man lebt und arbeitet halt wirklich mit denselben Leuten eine Woche super intensiv in demselben Umfeld. Sowas gibt es auch meines Wissens nach eigentlich nicht regelmäßig auf so einer europäischen Ebene. Also selbst in Frankreich passiert das wohl meines Wissens nach nicht. Und das Ding ist halt hier schon jetzt im 34. Jahr. Hm. Und ich kann mir, glaube ich, niemanden denken, der in Deutschland als Comiczeichner oder Autor Karriere gemacht hat, der nicht irgendwo mal dieses Seminar gestriffen hat. Und das ist schön zu erleben, und man ist Teil von dieser Historie. Drop mal ein paar Namen, wer schon alles hier saß. Oh Gott, Thomas von Kummernd und Benjamin von Eckertsberg. Oh Gott, wen haben wir da? Also wirklich alle. Reinhard Kleist, Isabel Kreitz, also teilweise Leute, die als lange, lange bevor sie Namen waren, hier tatsächlich Teilnehmer waren. Und dann, wir hatten die ersten Jahre sehr viele französische Dozenten dabei, und jetzt geht es halt auch wieder ein bisschen mehr in die europäische Richtung, nachdem wir, ich glaube, viele Jahre auch sehr spezifisch deutsch waren. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel, was bislang auch noch nicht war, wir haben weit mehr Frauen als Männer dabei. Hier ist gar nicht aufgefallen. Ne? Also nur so dafür, das ist immer so eine Männer-Klitsche, diese ganze Comic-Welt. Es ändert sich, und ich kann sehen, dass es sich in Echtzeit ändert, und das finde ich total faszinierend. Was ist so deine Vision? Also, oder wie? Nur noch Frauen. Nur noch Frauen. Nein, wenn du, du hast ja jetzt auch eine Position, wo du aktiv mitgestalten kannst und Einfluss nehmen kannst. Und was würdest du gerne vielleicht noch verbessern, oder in welche Richtung hättest du gerne, dass es sich entwickelt? Verbessern kannst du nur wenig. Mhm. Erhalten ist, das ist wie so ein Papst, der die katholische Kirche in die Hände gedrückt kriegt. Du kannst es pflegen und erhalten, verbessern solltest du nicht viel, wenn es so weiter bleiben soll. Ich will es jetzt nicht mit der katholischen Kirche vergleichen, aber ne, es ist das Einzige, was du tatsächlich machen kannst, und das machen die Dozenten, und das machen auch so teilweise ältere Comiczeichner und Illustratoren, die ich kenne, du kannst Hindernisse beseitigen. Du kannst, weil du mehr Leute kennst oder mehr Erfahrung hast, einfach jüngeren Kollegen die Arbeit leichter machen. Also die müssen nicht sämtliche Fehler, die man selber gemacht hat, wiederholen. Die dürfen gerne brandneue, komplett eigene Fehler machen, aber den Mist, den man halt selber machen müssen, das müssen die nicht haben. Was ist denn so ein Fehler? Man macht ein Projekt und hat zum Beispiel keine echte Leserschaft im Kopf. Das heißt, ich mache Comics, weil ich Comics machen möchte, das ist legitim und toll. Wenn ich aber dann merke, so, ich beklag mich dann, dass ich keinen Verlag finde, weil ich habe den Comic nur für mich gemacht. Und der Verlag fragt dich ja, für wen ist denn das Ding, und du kannst diese Frage nicht beantworten. Man kann viele Leute auch früher dahin führen, sich das mal zu fragen und dann vielleicht dieses Projekt auch darin bringen, dass es auch wirklich publiziert wird. Und also viele der Sachen, die ich hier in den letzten Jahren gesehen habe, finden tatsächlich nach und nach jetzt Verlage. Manche Projekte dauern 5, 6 Jahre, die sieht man immer wieder im Seminar, und dann hat man irgendwann im Comicladen das Buch in der Hand oder so. Ich habe es gesehen, wie cool ist das dann? Das stimmt. Ja, das ist schon. Wir haben ja dieses Jahr wieder zwei tolle Dozenten, die das mitgestalten. Genau, Birgit Weyer und Ralf Körner. Genau. Und was ich auch schön finde, was ihr diesmal euch ja überlegt habt, ist, dass es zu jedem Tag auch einen kleinen Workshop gibt. Genau. Das heißt, der wird aber dann nicht nur allein von den Dozenten gehalten, sondern auch von den Teilnehmern. Ganz genau. Wo man dann auch merkt, was du eben gesagt hast, das ist so die Klammer, dass auch die Teilnehmer tatsächlich Potenzial haben, den anderen was beizubringen. Ganz genau, weil die kommen halt aus vielen Fachbereichen, die vielleicht die Dozenten nicht berühren.
Und haben natürlich Fachwissen, was man auch natürlich teilen kann. Das ist großartig. Und wir haben halt immer Dozenten, die, was mich immer überrascht, egal wie groß die Namen sind, wenn die hier sind, merkt man, da ist so eine gewisse Grundbescheidenheit geblieben, so das kann man und nee, da kann ich tatsächlich was von den Dozenten, von den Studenten lernen. Und das ist so ein Satz, den ich immer wieder höre und den ich immer wieder auch so als Bestätigung finde, dass das eigentlich ein sehr gesunder Bereich ist. Wir haben nicht diese großen Köpfe und Leute, die sagen, ich bin jetzt da, was wollt ihr? sondern die dabei sind und sehr erfolgreich lange dabei sind, zeichnet aus, dass sie mit einer gewissen Bescheidenheit nicht nur mit dem Medium umgehen, sondern auch mit den Studenten. Und das ist extrem cool zu beobachten. Jetzt kommst du ja dieses Jahr wahrscheinlich weniger dazu, an deinen eigenen Arbeiten zu arbeiten. Das war ja auch, oder? Die Absicht, ja. Also, ich sagte schon. Und, ich habe Ralf schon zeichnen sehen. Ja. Es ist ja nicht so, dass er nur organisiert oder Kaffee macht. Das stimmt. Aber ich habe mehr Zeichnen von Ralf gesehen als Kaffee, muss ich hier mal sagen. Was? Ja, das ist investigativ. Nein, das ist falsch. Genau. Nein, ich komme gleich. Aber nichtsdestotrotz wollen wir dich ja nicht nur als Seminarleiter betrachten, ja, sondern auch nochmal als Künstler. Und wir haben mit Fragen uns überlegt, die dann tatsächlich mehr nochmal auf dein eigenes künstlerisches Schaffen eingehen. Okay. Und wir hoffen, wir haben uns Fragen überlegt, die noch nie jemand gefragt hat. Na gut, jetzt bin ich neugierig. Soll ich vielleicht mal mit der einen aus der Vergangenheitsfrage anfangen? Ja, ja. Wir haben versucht, auch so es ein bisschen pfiffiger zu fragen. Und zwar eine Frage, die ist uns gestern Abend eingefallen. Einmal gestern Abend eingefallen. Beschreibe ein Bild, das du für deine Oma oder Mutter gemalt hast. Oh, Hölle, das war ein Aquariumsbild. Und ich habe es gehasst. Und das war ganz schrecklich. Nicht für meine Mutter, sondern auch bitte meiner Mutter. Wir hatten einen Onkel, den wir alle extrem scheiße fanden. Ein Großonkel, den wir alle fürchterlich fanden. Das war so ein schrecklicher Choleriker. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, ja, der Junge, der zeichnet auch gerne. Dann soll er mir mal ein Aquarium zeichnen. Und dann habe ich gesagt, am Arsch, als ich das gehört habe, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Und meine Mutter hat mich dann immer wieder gequält. Und weil ich meine Mutter mag, aber nicht diesen Herrn, hat er dann sein olles Aquarium irgendwann mal Zähnekirschen gekriegt. Und das war wie Zähne ziehen. Aber das ist witzig, solche Challenges. Mir hat zum Beispiel, als ich Kind war, auch jemand gesagt, du kannst erst zeichnen, wenn du eine Wendeltreppe dreidimensional hinbekommst. Wer war das? Und ich habe sehr lange daran gesessen, aber ich habe es am Ende geschafft, ungefähr. So. Wie alt warst du? Na, bestimmt so 8, 9 oder so. Also es war gerade so, wo ich dachte, hier, ich kann richtig gut zeichnen. Ja, dann, Wendeltreppe bricht aber auch jedem das Genick. Aber es ist halt fördern und fordern, sage ich mal. Das ist wahr. Das ist wahr. Also ich habe Studenten, die auch an der Wendeltreppe echt verzweifelt sind. Ich habe noch nie eine Wendeltreppe gezeichnet. Vielleicht sollten wir mehr Wendeltreppen zeichnen lassen. Wir sollten sie noch schwieriger als Fahrräder oder Pferde. Ich mache mir meine Notiz, weil du musst ja am Ende zeichnen. Eine Wendeltreppe? Okay. Ich würde schummeln, ich würde eine Tonne machen und dann einmal die Linien ziehen. Aber weg von deiner Kindheit, gibt es irgendein Werk oder Ding, wo du sagst, das ist das, wo du am meisten stolz drauf bist, wo du sagst, dass ich das geschafft habe, dass es das Beste. Nee, nicht stolz. Sachen, die du durchgestanden hast. Also Dinge, die du zu Ende bekommen hast. Also ja, schlechte das, Dinge. Nee, das nicht. Aber Sachen, wo man sich dann gefragt hat, warum verfolge ich diesen Plan? Das macht keinen Sinn. Ich hatte zum Beispiel, ich habe es gerade erwähnt, ich hatte ein großes Denkmal für Bergbauwitwen mir gedacht. Und ein Denkmal in Form einer Comicseite, die gut 2 Meter groß war. Und habe gedacht, nein, das ist für Bergbauwitwen. Das muss in Kohle sein. Nichts an, was ich da mir antue, und habe dann nach dem Beendigen dieses Bildes erstmal komplett mein Arbeitszimmer leerräumen und entstauben müssen und alle Wände neu streichen, und dann dachte ich, nie wieder. Aber man hat es durchgestanden, man ist stolz drauf, trotz der Konsequenzen, die man tragen musste. Nein, aber so richtig, richtig stolz eigentlich nicht. Ich habe das viel Glück gehabt zu Anfang meiner beruflichen Laufbahn, dass ich halt an Spielen gearbeitet habe, die sehr bekannt geworden sind, aber Name-Dropping, Morhun, Gothic, das sind so die bekanntesten, das kennt jeder. Was cool ist dann, das sind 2 Spiele von vielleicht 60, an denen ich gearbeitet habe, und 40 davon sind entweder nicht rausgekommen oder so schlimm gewesen. Das war aber hoffentlich nicht wegen dir. Nein.
Aber das ist okay. Also kein Grund, stolz zu sein, weil Spiele sind halt genau wie Filme immer Gruppenprojekte. Ne? Und wenn du sagst, ich bin stolz darauf, nimmst du gleich so eine Autorenschaft an, die nicht gerechtfertigt ist. Weil du hast nicht das Ding alleine gemacht, da waren 20 andere Leute mindestens genauso dabei. Wir haben auch eine Frage, weil jetzt haben wir darüber gesprochen, das passt eigentlich ganz gut. Darüber, du hast gerade gesagt, dass du das fertig gemacht hast, aber wie sieht es denn mit Scheitern aus? Ganz gewaltig und diese Scheitern-Geschichte. Also ich habe mehrere Projekte angeschoben. Außer die 40 Spiele. Ja, die 40 Spiele sind ja nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern da war ich ja... Genau. Nein, da war Comic-Projekte, die ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe 3 größere Sachen gemacht, die alle irgendwo versandet sind, weil sie teilweise nicht zu finanzieren waren. Teilweise hast du gemerkt, so... war ich vielleicht noch nicht reif genug. Und erst jetzt traue ich mich das so nach und nach zu. Und erarbeite mir eigentlich die Möglichkeit, mir Zeit, meine eigene Zeit kaufen zu können, um an diesen Projekten zu arbeiten. Das war so das große Vorhaben dieses Jahr, Rücklagen zu schaffen, um den Winter über an Comics zu arbeiten, an denen mein Herz hängt. Und die auch dann fertig zu machen. Möchtest du vielleicht auch was sagen? Sind noch ungelegte Eier. Wir lassen uns überraschen, was daraus kommt. Wir lassen uns in der nicht. Box. Man wird ganz genau. Wir fragen wieder nach. Genau. Nächstes Jahr spätestens kann ich mir die Watschen abholen. Ich habe noch eine Frage. Oder willst du eine Frage stellen? Vielleicht ganz schnell. Was war dein letzter gekaufter Comic und wie fandest du ihn? Darf auch Verrisse geben? Nö, das muss ich nicht. Im Moment lese ich einen Comic jeden Tag. Ich habe so einen Meter Stapel neben meinem Bett liegen. Und der letzte, den ich gekauft habe... So viel verdient man als scheiternder Künstler. Nein, so viel verdient man, wenn man sich committet. Ich mache nur noch Comics. Allerdings Comics für Kunden, die sonst keine Comics machen und finanzieren. Und dann... lebt man davon und darf auch wieder Comics kaufen, weil man nackt nicht zwingend am Hungertuch und das ist ganz nett. Nee, aber der letzte Comic war tatsächlich Guanidos, der heißt auf Deutsch das, der große Indienschwindel. Das ist ein spanischer Schelmenroman in einem 160 Seiten Comicprojekt gegossen, was sensationell illustriert ist und echt ungewöhnlich von der Story, wie sie angelegt ist. Weil, wie gesagt, man bezieht sich auf spanische Schelmenromane, wie zum Beispiel Cervantes' Don Quixote. Mhm. Und die funktionieren auch nicht wie deine klassischen Dreiakte, die wir hier so uns in Deutschland erzählen, sondern das geht auf einmal in strange Richtungen, die man nicht erwartet. Und das ist fantastisch gewesen. Super Projekt, hat 4 Jahre gedauert, bis es fertig war. Aber das hat sich echt gelohnt. Du liest ja unglaublich viele, viele, viele Comics und kennst unglaublich viele Comiczeichner. Aber gibt es so einen oder eine Handvoll von Comiczeichnern, die dich persönlich zu deinem eigenen Werk inspiriert haben, wo du vielleicht gesagt hast, das macht der so gut, das mache ich auch nächstes Mal? Also ich habe die Liste ist tatsächlich groß. Ich hatte jetzt echt das Privileg, mit 2 davon direkt arbeiten zu können. Das war Flix in der Vergangenheit und das war Ralf König, den wir jetzt haben. Und der eigentlich wichtigste Name, weil der hat mir so den mentalen Arschkick gegeben, das war Mordillo. Mit dem hatte ich vor 15 Jahren mal Gelegenheit, ein paar Tage zusammenarbeiten zu dürfen an einem Spieleprojekt. Und der sagte mir so, mit 40 hat er einfach sich geschworen, er macht jetzt keine Auftragsarbeiten mehr, das findet er zum Kotzen. Und wenn es ihm das Genick will, bricht ihm das Genick. Er macht jetzt nur noch seine eigenen Sachen. Und dachte ich, das ist super. Als er mir das erzählt hat, war ich kurz vor 40. Und ich habe dann tatsächlich noch 10 Jahre länger gebraucht. Also, das wäre eine Chance gewesen, mit dem Alter. Nein, keine Chance. Nein, also es hat länger bei mir tatsächlich gedauert. Aber das Interessanteste war, es war immer so im Hinterkopf, was an mir genagt hat. Und ich sage, warum verbrennst du so viel Zeit, nur um die Miete zu bezahlen? Das ist alles Lebenszeit, die kriegst du nie wieder. Und ich dachte, okay, 100% Commitment. Ich schlafe unter der Brücke oder irgendwie funktioniert das. Und irgendwie funktioniert das. Also es ist ganz klar so eine Weisheit, die er dir mit auf den Weg gegeben hat oder so eine Richtung, die dich... Nee, schon so ein Arschtritt. Ne? So, ja, was machst du hier? Du pisst deine Zeit weg. Das war auf Englisch, aber exakt, das waren seine Worte. Und auf gestalterischer Ebene, das ist ja jetzt so... Da gibt's zu viel. Also ich habe jetzt gerade was, weil ich merke, oft fehlen mir für bestimmte Sachen die Sensibilitäten. Selbst wenn ich seit 50 Jahren zeichne, ist es so, dass... manche Sachen sind immer noch nicht da, wo man sie haben möchte. Und habe jetzt angefangen, spanische Künstler des 18. und 19. Jahrhunderts jeden Tag eine halbe Stunde zu kopieren, um Dinge zu lernen, die mich da einfach noch nicht
sich nicht manifestieren wollten in meinen eigenen Sachen. Ja, das ist total gut. Also es ist eine richtig alte Schule, wie man das auch lernt. Ganz genau, ja. Erstmal immer wieder. Ja, das ist so. Ne? Es gibt einen Grund dafür, warum kopiert man alte Meister. Durch Sehen kann man eine Menge lernen. Durchs Kopieren verstehst du, warum bestimmte Sachen da sind, wo sie sind. Das stimmt. Ich merke, wir weichen ein bisschen ab von einer Frage, die wir nicht auf dem Zettel haben, aber ich frage mich, ob ich sie trotzdem fragen darf. Frage einfach. Ich schneide das einfach raus. Ja, wir schneiden es einfach weg. Alles, was zu viel ist, wurde einfach geschnitten. Aber wir lassen die Ankündigung jetzt drin. Ja, die Ankündigung bleibt drin, aber die zweite. Ja. Du hast gerade so ein bisschen erzählt, dass du jetzt gerade so spanische Künstler und deine Zeichentechniken weiterschulst. Hast du so Routinen? Also gibt es so Sachen, die du täglich wiederholst oder machst, um besser zu werden in deinem... Besser zu werden durch zwingend, man nimmt Arbeit an. Und diese Arbeit liegt nicht immer in den eigenen Sensibilitäten. Mhm. Sprich, ich mache zwar Comics für Unternehmen zum Beispiel, aber die Inhalte kann ich nicht immer mitgestalten. Mhm. Aber ich weiß, ich habe mir vorgenommen, ich mache Comics, also nehme ich diesen Comic an und weiß, was mir dann hilft. Und das ist das, was ich jedem Zeichner eigentlich versuche zu raten. Werdet ein bisschen stumpfsinnig. Findet einen Weg, euch stumpfsinnige Arbeit anzutun, sich da durchzubeißen. Der Frust, den man dabei entwickelt, der ist ganz gesund, weil der gibt mehr Power für die eigenen Sachen. Und diese Stumpfsinnigkeit hilft tatsächlich, die Miete zu bezahlen. Es ist so. Ne? Aber man sagt, stumpfsinnig muss nicht komplett daneben sein. Ja, das stimmt. No. Das stimmt. Ja. Kurz vielleicht noch der oder das Comic? Der Comic. Aber das ist völlig so ein, ich bin halt 66 Nein, geboren. Wir stimmen ab und am Ende der Woche haben wir das ein für alle Mal festgelegt. Na gut, das ist der Plan. Das ist eine interessante Antwort. Ich bin neugierig. Wollen wir uns noch was zum Zeichnen überlegen? Genau. Ich sage einfach ein Wort, du sagst da was drauf, dann sage ich wieder was und du wieder was und das muss Ralf zeichnen. Okay. Ich hatte ja eben schon mir ein Wort überlegt. Ach so, na dann. Mhm. Aber, nee, aber nicht an die Treppe. Nein? Okay, dann nicht. Du sagst ein Wort, ich sage ein Wort drauf. Ich sage Vampir. Nasenbär. Ja. Depressiv. Gummibaum. Vampir, Nasenbär, depressiv, Gummibaum. Kann ich was mit anfangen, glaube ich. Echt? Alle vier in einem? Trinkt ihr bitte einen Sekt mit mir? Könnt ihr nochmal anschauen? Ah, das ist übrigens unser Geburtstagskind. Ja, unser Geburtstagskind. Einmal die Kamera drehen. Oh, hallo. Wir trinken sofort mit dir einen Sekt. Jetzt lassen Ralf noch zeichnen und dann ich bin sofort bei dir. Okay, klasse. Bis gleich. Genau. Wo willst du zeichnen? Sollen wir den Ralf auf dem Hier zeichnen und ich mache mit der Kamera? Ich kann es im Stehen zeichnen. Wie zeichnest du am liebsten? Wie macht ihr das nicht? Solange ich das nicht kopfüber machen muss, ist das sehr gut. Nein, Kopfstand und gleichzeitig. So. Nasenbär, Papier, Gummibaum und Depressiv. Du darfst auch das Narrativ begleiten, was du tust. Na gut. Gucken wir da mal ein bisschen Tinte rein. Du kannst auch. So fängt der Profi an. Wir pumpen erst. Ich mach das mit meinem Pencil Brush. So, der. Ja, Werbung darfst du natürlich auch droppen. Genau, nö, das ist schon fein. So, wir brauchen erstmal ohne Vorzeichnung, das ist schon mal mutig. Ja, der Ralf möchte halt keine Zeit verlieren, weil es gibt Sekt. Es gibt gleich Sekt, genau. Da ist Ralf noch härter als bei Kaffee. Ich glaube, der Ralf trinkt überhaupt keinen Sekt, ne? Trinkt nicht viel Alkohol, aber ich habe jetzt eine Wette abgeschlossen. Dieses Jahr mehr trinken? Nee, aber ich habe einen Freund, der ist ein sehr guter Schriftsteller, wie ich finde, der aber nicht zum Schreiben kommt. Ich darf nicht lachen, dann wird das Bild wackelig. So, Nasenbär muss ich gestehen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich ihn treffe, aber so, das ist ein Gummibaum. Gibt es Nasenbären eigentlich wirklich oder ist das nur ein Wort für Ameisenbär? Oh. Also Nasenbär hat man einen Tapir genannt. Wenn ich mich warum diskutieren wir eigentlich? Wir können doch einfach Ralf fragen. Ja, also ich hätte einen Ameisenbär gemalt. So, dann ist er depressiv. Also hat dann leicht. Was hatten wir noch? Vampir. Vampir, ja. Ach, dann werden jetzt einfach schnell Zähne reingemalt. Das ist die Idee. So. Der Profi, da sieht man es. Ja. Na, so, und also er ist depressiv und damit dieser
Gummibaum, auch ein bisschen Wasser bekommt. Ich erkenne was. Das ist eigentlich wie ein Montagsmaler so ein bisschen. Nur sehr kompliziert. Will ja auch nicht Sendezeit verballern für jemanden, der dazu guckt. Eigentlich wollten wir nur 16 Minuten machen, wir sind schon. Ja, aber es war irgendwie so schön plauschig. Das ist so. Also, Zeit verballert. Nee, der Jojo will das ganz streng, weil er meint, es guckt keiner länger zu als 10 Minuten. Es gab so eine oder so eine Studie, wo es hieß, Podcasts dürfen nur 6 Minuten lang sein. Aber ich bin da noch nicht von überzeugt. Ich glaube, dass das bei Videopodcasts so ist. Aber, also dem, was wir machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei Audiopodcasts eben anders ist. So, gehen wir gleich rüber zu Daniela und stoßen auf ihren Geburtstag an. Den 27., wie ich höre. Oh. Fantastisch. So, dann können wir uns auch verabschieden. Stimmt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns vielleicht morgen schon wieder, wenn ich es schaffe, die Folge zu schneiden. Schreibt was in die Kommentare, was ihr morgen gezeichnet haben wollt. Und vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, Ralf. Ciao. Tschüss. Tschüss. Genau.